Aber krass, dass das bei dir, Sydney, wirklich nur anhält mit sowas wie Ocarina of Time, dass du da noch Probleme hast, es durchzuzocken. Weil ich kann mich, also wenn ich mich zurückerinnere an die Spiele, die ich früher gespielt habe und so panische Angst davor hatte. Und das ist ja eigentlich nicht das Spiel, das man spielt, das so schlimm ist, sondern wenn man das Spiel ausmacht oder ausgemacht bekommt, im schlimmsten Fall, und du weißt nicht genau, was kommt denn da, was wäre denn da jetzt noch gekommen? Das, was dann sich in deinem Kopf abspielt und was du dir selber zusammenfummelst im Kopf und denkst, boah, Alter, das war ja so übel, da sind Köpfe durch die Gegend geflogen, in Wirklichkeit war da gar nichts. Aber, ne, man denkt das dann halt. Das ist so das Schlimme. Aber ich muss sagen, kein Spiel, das ich damals so empfunden habe, hat sich irgendwie so gehalten. Ich habe alle nochmal gespielt und das war die beste, ja, die beste Rehabilitation, die ich machen hätte können. Also, da war keins mehr schlimm, wenn du es dann wirklich nochmal siehst, wenn du einen erwachsenen Kopf und denkst, Alter, leck mich am Arsch, bei Doom sehen die Viecher aus wie Tomaten. Was wollt ihr denn? Okay, Chippy hat Angst vor Wahlen. Ja, die sind groß. Ich möchte jetzt auch keinen begegnen. Ich werde definitiv unterlegen. Ich würde trotzdem gerne mal einen in Real Life sehen. Boah, ich reiß mich da jetzt auch nicht drum. Das sind halt große, eigentlich ziemlich hässliche Viecher, die aussehen wie eine riesen Gurke. Mit Flossen. Ganz schön. Aber ich kann das Gefühl von Chippy definitiv nachvollziehen, allerdings auf Kraken. Bei allen Gegnern, bei allen Spielen, wo es irgendwelche Gegner mit in Krakenform oder mit Tentakeln gab, war ich sofort raus. Es gibt zum Beispiel ein Spiel von H.P. Lovecraft. Hier vom Cthulhu-Mythos. Ich glaube, das heißt irgendwas. Cthulhu Saves the World? Nee, Cthulhu. Ich weiß es nicht mehr. Ich weiß nicht mehr, wie das Spiel heißt. Gibt's für Xbox und für PC. Also Xbox 1 und für PC. In diesem Spiel, es war Horror. Es war absoluter Horror. Und dann kommt irgendwann der Moment, da bist du in einer großen Lagerhalle und die ist komplett voll von so einem organischen Schleimmonster. Der komplette Schleim besteht aus Augen und das ist überall rüber und da, wo es halt nicht drüber liegt, gehen halt diese Schleimtentakel rum. Mit ebenfalls Augen in den Tentakeln. Sofort Spiel ausgemacht. Ich konnte das nicht spielen. Ich hätte fast auf den Fernseher gekotzt. Ekelhaft. So, wie sehen überhaupt die Pokémon mittlerweile aus? Level 10, Level 8, Level 7. Na, fantastisch, dann kann ich ja gleich in den Wald. Boah, wisst ihr, das ist jetzt das Schlimme an der Nuzlocke-Challenge. Ich trainiere hier so lange und dann kommt der Moment, ich kämpfe gegen den Arenaleiter oder gegen irgendeinen Trainer und bam, tot. Und dann kann ich das Vieh weglassen. Und dann hast du so lange dran trainiert. Das ist so elendig. Du trinkst. Ja, Level 9. Ach, wisst ihr was? Ich hole jetzt meinen Egon, setz den nach vorne, trainier den hier. Und wenn ich in den Wald gehe, hole ich dann Blüm nochmal nach vorne. Hab jetzt gerade keinen Bock, den jetzt nochmal ein Level hochzupowern. Das dauert mir jetzt irgendwann zu lang. Weil so lange wollte ich jetzt eigentlich auch nicht mehr streamen. Ich wollte eigentlich wollte ich die erste Arena noch machen, aber so wie das aussieht, schaffe ich das nicht mehr. Was? Was war denn das? Gamepad, fuck. Nicht cool.
Alle töten. So, was steht denn da alles? Bei Lord Yabu Yabu war für dich das Spiel tot. Okay, ja, kann ich nachvollziehen. Ging mir bei dem Cthulhu-Ding genauso. Damals Probleme mit Spielen, da ich halt durch mein Trauma. Bitte was machst, Angst. Achso, du dachtest, das gibt's in jedem Spiel. Das ist natürlich blöd. Ich weiß nicht, ich hatte in jedem Spiel eigentlich immer nur Angst zu sterben. Nö, das ich, ganz ehrlich, dieses Sterben in Spielen war mir schon immer scheißegal, weil was soll denn passieren, den letzten Speicherstand? Ja, aber irgendwie fand ich das immer gruselig. Ich weiß nicht, woran das lag. Und ganz viele Spiele, die habe ich nie, nicht mal bis zur Hälfte gespielt, weil es da irgendeinen Part gab, wo ich mich an irgendwas habe vorbeischleichen müssen und wenn mich das Ding sieht, dann passiert halt irgendwas. Und sowas hat mich dann immer sowas konnte ich nicht. Das habe ich nicht gepackt. Du musst unbedingt mal im Nija spielen, das wird dir aber gefallen. Ja. Du weißt, ich bin so ein Freund von Spielen, die mich erschrecken. Oh ja, ganz groß. Ja. Das ist genau dein Genre. Mhm. Nee, also vom Sterben im Spiel habe ich wirklich null Schiss. Aber das davor. Also, weißt du, wenn du dich um irgendein Monster rumschleichen musst und denkst, du bist eigentlich schon vorbei, drehst dann mit der Kamera in die andere Richtung, um zu gucken, wo du hingehst, hörst dann ein Geräusch, drehst dich um, das Vieh steht direkt vor deiner Nase, weil es dich nämlich gesehen hat, dann geht bei mir der Kackstift. Wenn das Vieh mich dann das erste Mal geschlagen hat und ich weiß, jetzt werde ich sterben, dann habe ich das innerhalb von einer halben Sekunde akzeptiert und denke mir, ja, komm, scheiße. Nochmal. Aber der Moment, wenn das Vieh dich plötzlich angreift, das ist bei mir der Moment, wo ich denke, oh, scheiße. Nee, Schnupp, im Nietzsche machst du als Let's Play. Ja, am Arsch mache ich das als Let's Play. Ich finde das Spiel auch nicht wirklich gut, ganz ehrlich. Also, ich finde das nicht so gruselig, wie immer jeder sagt. Eigentlich ganz und gar nicht. Gut, ich hab's einmal dreiviertel gespielt. Und dann habe ich es nochmal bis zu dieser Stelle gespielt. Und beim zweiten Mal habe ich mir dann gedacht, oh Mann, irgendwie, also gruselig ist das jetzt nicht. Das wird wahrscheinlich daran liegen, dass ich es schon kannte. Und es ist halt so geskriptet, dass es exakt dasselbe nochmal ist. Vielleicht lag es daran. Ego muss auf Level 13 Metallklaue lernen. Lernt er es schon auf Level 13? Ich glaube, Rokkos stärkstes Pokémon hat Level 14. Boah. Level 14? Nee, da mach ich aber wirklich Pause, Leute. Bevor wir jetzt zur ersten, ja. Ne? Zur ersten. Früher hieß für mich ein Game Over Screen wirklich Game Over. Ich habe wirklich gedacht, dass das Spiel jetzt vorbei ist. Ich kann es nicht mehr weiterspielen. Das ist natürlich. Das ist niedlich. Das ist irgendwie cool. Ich muss sagen, so das erste Mal, wo ich wirklich mit einem Game Over Screen in Kontakt gekommen bin, war bei Krog. Weil sonst habe ich immer nur Spiele so bei anderen Leuten gespielt oder Spiele, bei denen man nicht Game Over gehen konnte, weil es halt keine Story in dem Sinne gab. Mario. Was? Ja. Super Mario für den Super Nintendo. Ja, gut, das habe ich nur bei Freunden gespielt. Ich hatte ja erst eine Playstation, bevor ich einen Super Nintendo bekam. Aber, da muss ich sagen, hat mich der Game-Over-Screen auch fertig gemacht. Nervlich.
Weil zum einen, klar, du bist Game Over gegangen, oh scheiße, kacke, alles nochmal machen bis zum letzten Speicherpunkt. Aber dann guckt das Vieh auch noch so, so richtig so, oh Mann, ey, warum lässt du mich jetzt im Stich? Jetzt bin ich so weit gekommen und alles ist für den Arsch, die Welt geht jetzt unter, du blöder Sack. Guckt mich so blöd traurig in die Kamera an und geht dann weg. Da habe ich mir auch gedacht, ja danke, ey, kannst du mir noch mehr Schuldgefühle einreden? Ich bin 7. Entschuldigung, dass ich nicht die Welt rette. Ja, ich bin noch klein und 7. Entschuldigung, dass ich die Welt nicht rette. Um 4 heißt das. Mann, ey. Oh. So, neues Pokémon. Drück mir die Daumen, irgendwas Cooles. Och, das ist nicht cool. Ach ja, und du musst es angewöhnen nennen. Ja, bei dem Vieh passt es auch noch. Och nö. Habe ich irgendwas, was weniger Schaden macht, damit ich das Vieh jetzt nicht gleich kille? Auf jeden Fall kein Gut. Schnabel ist jetzt kacke, ne? Wenn ich Schnabel mache. Ja. Ja, dann. Okay, dann muss ich es jetzt fangen. Dann bleibt mir ja nichts. Mit Glumanda mache ich zu viel Schaden und mit den beiden Vogel-Pokémon mache ich es gleich alle. Mhm. Komm schon. Nicht, dass ich dich unbedingt will, aber du bist meine einzige Wahl. Och! Mistvieh! Ja, jetzt vergifte mich nicht noch. So, wenn wir jetzt die Pokebälle ausgehen, habe ich auch ein Problem. Yes. Yes, vor allen Dingen. Yay. Hornliu. Ja, ja. Angelö soll es sein. Angelö. Level 5 ist ja auch ordentlich. Ja, absolut. Ich bin stolz auf mein Vieh. So, was oberhalb vom Baum irgendwas, habe ich eben gelesen. Ach, deswegen antwortet mir Lu nicht. Ah, was? Ist egal. Nee, frag, was denn? Ist egal, war irgendwas mit dem Baum. Hab schon selber nachgelesen. Ach nee, warte mal. Ich wollte ja meinen Plüm hier trainieren. Nein! Jetzt kommt ein Raupi. Natürlich, war doch klar, oder? War doch klar. Das Glück habe ich alleine. Ich finde es übrigens total beschissen, hier in dem Wald zu trainieren. Ich mag das überhaupt nicht. Ich hasse den Wald hier. Warum? Ich weiß nicht. Keine Ahnung. Ich mag den einfach nicht. Ich mag generell überhaupt keine Käfer-Pokémon, weil die haben halt so oft Gift. Ja, sie sind nervig. Ja. Gift und diese Initiative, Klauscheiße, was ist das, Fadenschuss? Ja. Bah, ich hasse das. Hab mich immer in Wahnsinn getrieben.